Hey Freunde, willkommen zurück zu Yooka-Laylee. Da wir so langsam die Welt abgefrühstückt haben, denke ich doch mal darüber nach, sie zu vergrößern. Ich denke, ihr stimmt mir dazu. Tut mir leid, dass ich jetzt so schnell gesprochen habe, aber boah, ist das wieder heiß. Heute ist, glaube ich, der heißeste Tag des Jahres bis jetzt. Das ist so, nur was macht denn da Laylee mit uns? Okay, dann legen wir mal los. Ihr braucht 8 von unseren Pagis, bla bla bla. Ja, erweitern wollen wir. Bin gespannt, wie das dann da drin aussieht. Boah, ich schwitze mir hier zu Tode, ey. Ich hoffe, ihr liegt gerade an irgendeinem schönen Pool, esst ein Eis. Irgendwie sowas. Ich hätte echt ein bisschen mehr aufnehmen sollen, damit ich über die heißen Tage was hab. Ich hoffe, ihr habt das Knacken nicht gehört. Ich falle auseinander. Ist das warm. Mal gucken, was jetzt kommt. Ich mache auch nur kurze Folgen, weil viel länger schaffe ich es auch nicht. Aber mir sind die leider schon wieder ausgegangen. Trauerlabyrinth-Sumpf. Hier sieht es noch nicht anders aus. Echse nutzen Pagis, um Welt toller zu machen. Weitere Herausforderungen warten. Okay. Ah, jetzt kann ich da lang. Wusste ich doch. Okay. Eine Fläche. Dann ist da was, wo man lang kann. Da oben ist ein Geist. Wow. Wow. Was ist der Typ? Okay, sieht interessant aus. Auf jeden Fall weiß ich, wo ich lang muss. Da hoch. So, Deutschland hat gestern, also die U21 hat gestern souverän 3-0 gewonnen. Ich hab's mir angeguckt, das Spiel. Das war ja schon sehr überzeugend. Muss man ja mal so sagen. Ich weiß nicht, wer von euch das Spiel auch geguckt hat. So, gehen wir erstmal hier rüber. Aber es war schon ziemlich schön anzugucken. Aber das sind da auch gestandene Bundesligaspieler. Geil. Habe ich schon gesagt, habe ich schon zu Freunden gesagt, das sollte eigentlich kein Problem sein. So. Neuer Bereich. Geh da runter. Zack. Geh hier hoch. Okay, was macht das hier? Oh. Was ist hier unten? Ah. Okay, was hat es mir gebracht? Das macht ihr ein wenig so Sinnvolles. Wieder ein paar Federn, wir haben ja viele verbraucht. Und zack. Okay, was mache ich da? Ich dachte, ich kann die anschlecken. Muss ich doch auch machen können, oder? Ja, kann ich doch rausziehen. Bleiben die auch draußen? Ich denke schon. Cool. So, Federn. Interessant. Okay, hier hoch. Und wieder ziehen. Ich bin die ganze Zeit überlegen, ob ich ein weiteres Let's Play anfange. Weil das hier ja auch... Also, bis jetzt ist ja nur das hier auf dem Kanal. Das ist schon ein bisschen wenig. Hatte ich mir auf jeden Fall so gedacht. Und deswegen bin ich ganz überlegen, was ich machen soll. Okay. Ist hier nicht mehr? Aber ich werde mir noch was einfallen lassen. Ich höre den Pagi. Er lebt und lebt da oben. Okay, aber so komme ich wohl nicht an den Rand. Aber da muss ich wohl da irgendwie rumgehen. Nase juckt. Alles juckt, alles klebt. Was ist denn hier so?
kaputt. Will die weggehauen. Da ist ein Weg. Ah, was hast du denn wieder zu sagen? Dich haben wir schon lange nicht mehr gesehen. Hallo da, gut gemacht, eine Welt überlebt zu haben, ohne gefangen zu werden. Gefangen und gekocht zu werden. Hallo, ich hätte hier draußen nicht mit anderen Abenteurern gerechnet. Ihr könnt mir sogar helfen, an mein nächstes Artefakt zu kommen. Eine Schatzsuche, du siehst mir gar nicht so aus, als wärst du mit ganzem Herzen bei der Sache. In der Höhle, da ist ein wertvoller Edelstein versteckt, allerdings liegt er hinter dickem Glas, das ein bescheidener Forscher wie ich nicht zerstören kann. Könntet ihr mir den Edelstein bitte bringen? Als Gegenleistung besorge ich euch eine dieser goldenen Saiten, die aktuell so angesagt sind. Okay, du müder Knochen, wir besorgen dir deinen Edelstein. Oh, wunderbar, bringt den Schatz bitte direkt zu mir, sobald ihr ihn habt. Na klar. Habt ihr gesehen, da wollte mich der Pilz angreifen. Wow. Ich sehe ja viel. Ah, okay. Ich sehe mehr. Verdammt, das ist ein Labyrinth hier, oder was? Ey. Lass mich durch. Irgendwo ist hier ein Gegner. Aua, soll das? Wird erledigt, auch wenn es uns in den Rubin treibt. Ich sehe nichts. Muss ich lang. Gott sei Dank, bringt ihn her, schnell. Ah, Flut, ich sehe nichts. Oh, ich habe keine Energie mehr. Aber hier geht's lang. Nee, geht's noch nicht. Damn. Wo geht es denn nur lang? Deine Sackgasse hier. Geht's hier lang? Da geht's wieder raus. Flucht. So, hier lang. Mal gucken. Oh, da war irgendwas. Aua! Flucht. Okay, hier ist nichts. Hier ist nichts. Hey, hier ist doch gar nichts. Wo ist der Scheiß? Bin hier nicht so Scherzen aufgelegt. Wo ist der Scheiß? Ja, jetzt habe ich wieder keine Energie und ich schwitze zu Tode. Jetzt kommt, lade ich auf. Okay, das funktioniert so. So, der Eingang, oder? Nochmal raus. So. Und wieder rein. Kurze Folgen am Arsch, ey. Wird doch eh wieder nichts. So. Nix, nix, nix. So. Eben gucken, was hier. Ob es hier wirklich keinen anderen Weg mehr gibt. Eben wie es aussieht, hier ist keiner. So. Hier in der Mitte war so ein Glasding. Hey. Hä? Bin ich blöd? Ausgang. Dann kommt man hier rein. Na komm, gehen wir mal hier rum. Ich hab gedacht, dass hier nur noch was wäre.
Oder habe ich den Edelstein schon? Habe ich den aus Versehen eingesammelt? Ich quatsch den mal an. Das wär's natürlich wieder. Jo. Wir haben den Edelstein. Ich habe den echt schon eingesammelt. Das ist schon wieder peinlich. Wir haben da oben auch andere Sammelgegenstände gefunden. Quasi als Bonus. Bitte nehmt diesen goldenen Geschenk als Zeichen meiner Wertschätzung. Ein paar Sumpfkreaturen haben es als Erwähnter missbraucht. Ich brauche jetzt erstmal eine Pause. Das ist alles so aufregend. Bis später. Okay, das war peinlich. Wurde mir aber gar nicht angezeigt, dass ich das eingesammelt habe. So. Was ist denn hier drin? Das können wir nochmal eben nachgucken. Okay, hier ist der Party. Ich frag mal den Typen. Komm, das machen wir auch noch. Was ich hoffentlich schaffe. Wenn Excel Party wollen, er müsste ein Ende von Kurs erreichen, bevor Zeit abgelaufen. Außerdem Excel nicht abschalten, während Speichersymbol auf Bildschirm angezeigt. Ansonsten definitiv nicht bekommen Party. Also, was sagen? Okay. Nicht vergessen, Excel nicht verpassen, Reifen, sonst keinen Party. Okay. Das war knapp. Zack. Nein, 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 nein. Wo ist die nächste? Ich glaube, ich muss hier hoch. Okay, schnell, schnell, schnell. Wo. Ah. Habe ich es geschafft? Nein! 7 Sekunden noch. Komm hier runter. Lass los. 7. Boah, das ist aber... Wow. Excel versagt. Nein! Gar nicht. Guck... Oh, ey. Das war so nah dran. Ey, das war gar nicht so leicht. Okay, ich versuch's nochmal. Na, und danach ist die Schicht im Schacht. Okay. Ja, ja. So, so ruhig. Ja. Boah. Da war ich ein bisschen zu langsam. Zack. Aber jetzt weiß ich ja, wie es geht. Zack, zack, hier rüber. Da lang. Jetzt muss ich die auch nicht suchen die ganze Zeit. Das war knapp. Und die haben mich ja auch aufgehalten. Zack. Guck mal, wie schnell ich jetzt bin, im Gegensatz zu gerade. Ich vergesse immer, dass ich mich da losankern muss. Und zack. Und zack. Und geschafft. Das ging doch easy. Und damit haben wir wieder einen neuen Party. Und damit ist die Folge aber immer noch ein bisschen kurz. Können wir uns hier noch ein bisschen erkunden? Können wir hier noch ein bisschen erkunden? Und dann mache ich voll fertig. Viertelstunde sollte es ja wenigstens. Wir gehen mal darüber. Viertelstunde sollten wir ja wenigstens haben. Komische, gruselige Kürbis. Ich habe so einen Typen gesehen, der macht hier. Habe ich glaube ich beim letzten Mal schon erzählt, der macht echt einen 100% Run hier schon von, ne? Also es gibt manche Leute, die haben echt. Ich glaube, ich arbeite zu viel, ich brauche mehr Freizeit, damit ich auch sowas machen kann. Gleich da. Was macht das? Kann ich daran lecken? Leck daran. Ich will da irgendwas mitmachen. Aber was dieser Typ will, das erfahrt ihr erst in der nächsten Folge. Und was das da oben ist, ob ich daran lecken kann. Bis dahin. Tschüss. Leider ist dieses Video schon zu Ende. Doch hier sind noch ein paar andere Videos, die dich interessieren könnten. Und falls du Lust hast, kannst du mich natürlich auch abonnieren. Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.